Hallo, schön, dass du wieder da bist. In diesem Video geht es um das Aggressionsverhalten beim Hund. Die vielschichtigen Gründe, die es dafür gibt, die erkläre ich dir in diesem Video. So, Hunde spielen ja nicht nur untereinander, die spielen ja auch mit ihrem Besitzer. Ich bin so ein Fan davon, nicht mit dem eigenen Hund zu raufen, sondern so von wegen, ja, guck mal hier, mein Dicker, und dann so ein bisschen rumschubsen und blödeln, und der Hund, der greift dann schon auch immer mal wieder in die Arme rein und so, und nach dem Motto, ja, er beißt ja gar nicht fest, und er hört sofort auf, wenn ich das sage, ja, aber ich finde, der hat das gar nicht zu machen, ne? Weil das ist so eine Sache, auch wenn jetzt gesagt wird, unter Wölfen, die, sagen wir mal, der da jetzt Rudelführer ist, der spielt auch mit den Jungen, das tut er, das ist ganz klar. Bloß bei dem ist das mit der Rangordnung kein Thema mehr. Der Hund, der weiß, der sagen wir mal, der Junge, sollen wir jetzt Wolf sagen, der junge Hund, Wolf, der weiß durchaus seinen Platz, und das gehört zur sozialen Komponente, zur Zusammengehörigkeit im Rudel, dass da auch miteinander gespielt wird. Aber definitiv bestimmt nicht, wenn da vom Besitzer die Chefposition noch nicht gegenüber dem Hund geklärt ist. Das wäre äußerst dumm, wenn du das dann machen würdest, mit deinem Hund dann zu raufen und zu scherzen, gerade jetzt mit dem Großen. Ne? Das kann man also spielen durchaus, natürlich soll man mit dem Hund spielen, aber dann lieber mit einem Objekt, auch nicht zerren oder sonst irgendwas, einfach vielleicht, wenn er gerne apportiert, hast du ja gleich schon eine schöne Möglichkeit, mit ihm zu spielen, aber körperliche Auseinandersetzung, die jetzt schon fast was so mit Raufen und rüpelhaften Benehmen zu tun hat, sollte man nicht machen, weil das kann dir auch so ein bisschen nach hinten losgehen. Der Hund probiert immer mehr aus, was er jetzt damit bewirkt, und das tut weh an den Armen. Die sind nicht so, wie wenn sie uns untereinander spielen. Wir haben nicht so einfach die Haut mit Fell dran und so. Wenn der da mal blöd das Handgelenk trifft, das tut immer schweineweh, und ich weiß nicht, muss man nicht haben, ne? Der hat sich mir gegenüber einfach, sagen wir mal, ruhig zu verhalten. Sollte man wirklich von Anfang an nicht dulden. Meine Meinung. Eine weitere Form von gezeigter Aggression kann die Ursache in übersteigerter Sexualität haben. Also nicht nur bei, sagen wir mal, hormonell bedingt, sage ich einfach mal so. Nicht nur bei Rüden, bei denen ist das eigentlich, wenn man auch so zum Beispiel zu eventuell durchgeführten Raufergruppen schaut, die andere Hundeschulen anbieten. Die Idee ist wirklich, die ist nicht schlecht, wenn es gut gemacht ist natürlich. Das sind fast nur Rüden. Weil die ich mache mich dicke Gehabe, da einfach noch mehr haben, und da ist nicht, also wirklich bei wenigen von den anwesenden Hunden der Grund tatsächlich sexuelle Aggression, sexuell bedingte Aggression, die gibt es aber auch. So, das ist, solche Rüden, da sieht man schon eigentlich meistens bei den jungen Rüden, die Tendenz dazu, extremes Markieren überall, Hündinnen werden sofort einfach so völlig dattelig da so umgarnt und ich bin's, der kleine Struppi, wie wär's denn mit uns beiden so ungefähr. Andere Rüden werden gleich so in irgendeiner Form bedacht. Das muss nicht immer gleich zum Beißen kommen, weil gezeigte Aggression muss ja nicht gleich bedeuten, dass Körperteile fehlen. Ne? ansonsten, ganz viele Rüden werden meinetwegen bei gezeigtem Aggressionsverhalten gerne mal kastriert, weil dann wird er angeblich ruhiger. Wenn man bei der Ursache sexuell bedingte Aggression, würde das was bringen, aber diese Form, diese Ursache ist so selten. Ich bin ganz sicher, dass ganz, ganz viele Hunde, ganz, ganz viele Rüden, zumindest in Deutschland, wenn man schaut, eigentlich völlig unberechtigterweise kastriert worden sind. Einfach nach dem Motto, probieren wir mal aus, ob er dann ruhiger wird. Aber wenn die gezeigte Aggression halt bedingt ist durch Ressourcenverteidigung oder durch Angst oder Unsicherheit, dann hilft, dass man ihm die Eier wegschneidet, natürlich überhaupt nicht. Ne? Arme Hunde. Sexuell bzw. hormonell bedingte Aggression gibt es aber nicht nur bei Rüden, sondern natürlich auch bei Hündinnen. Ein zum Beispiel Ernstfall, das ist, wenn jetzt eine sehr instinktsichere Hündin Welpen bekommt oder hat,
Welpen hat, geboren hat, dann duldet die sehr wahrscheinlich die erste Woche definitiv keine Fremden bei ihren Welpen. Sie würde auch extrem aggressiv gegen meinetwegen einen ansonsten Kumpelhund, der im gleichen Haushalt lebt, vorgehen. Die würde da wirklich extremst aggressiv vorgehen, aufgrund ihres Hormonzustandes. Ähnliches kann auch sein, wenn eine Hündin sich in einer extremen Scheinträchtigkeit befindet, weil sie dann vom Prinzip her wirklich davon ausgeht, dass sie demnächst gleich wirft und es könnte auch die Ursache für gezeigte Aggression sein. Auch Hündinnen gegenüber. Ne? Wenn so beginnende Läufigkeit ist auch immer so ein bisschen bei einigen Hündinnen so eine Konkurrenzgeschichte. Einige werden total also alles andere als aggressiv, die sagen von wegen noch, Rüde ist nicht da, dann Hündin, dann deck du mich mal so ungefähr. Aber auch da, durch hormonelle Ursache kann Aggression ein Symptom sein beim Hund. Eine weitere, auch eher, sagen wir mal, seltenere Ursache für gezeigtes Aggressionsverhalten beim Hund ist, dass der Hund körperliche Schmerzen hat, die man vielleicht als Besitzer gar nicht so mitbekommt, weil Hunde gerade so, sagen wir mal, wenn sie nicht irgendwelche so ganz kleinen Pushis sind, die sofort, wenn man nur dran denkt, dass man irgendwie was macht, gleich kreischen, die zeigen ungerne, dass es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man durchaus bei solchen Hunden, dass ihnen irgendwas wehtut. Der Klassiker wäre zum Beispiel, der Hund hat vielleicht ein Problem in der Hinterhand. Meinetwegen, was weiß ich denn, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, blockiertes Kreuzbein. Der Nerv ist eingeklemmt, wenn der sich hinsetzen soll, tut es ihm einfach mal schweineweh. Hundebesitzer versucht den Hund dazu zu zwingen, das zu machen und Hund sagt, lass das sein und schnappt nach ihm. Oder meinetwegen Probleme mit der Halswirbelsäule haben einige Hunde, bei einigen sieht man es direkt schon, wenn die schon so den Kopf so schräg halten, da stimmt halt dann was nicht. Wenn du den dann vielleicht irgendwie blöde berührst und er hat wirklich, das tut ihm extrem weh, dann schnappt er, weil es ihm halt weh tut. Oder, das könnte man jetzt weiterspinnen beim Kämmen oder sonst wie was, wenn man dem vielleicht noch, wenn man dem das Fell entwirren muss und das tut dem halt weh, irgendwann verliert er vielleicht dann auch die Geduld und schnappt danach. Aber das ist selten, dieser Grund ist wirklich selten, körperliche Schmerzen, weil, sagen wir mal, zumindest bei den Hundebesitzern, die sich jetzt um ihr Tier kümmern, ist medizinische Ursache ja eigentlich meistens kein Problem, aber es kann sein. Gerade, sagen wir mal, wenn der Hund sich zum Beispiel hinlegen soll oder setzen soll und es fällt schon auf, dass er das eigentlich vermeidet zu tun, wenn er jetzt sich einfach mal so, ohne dass der Besitzer was von ihm möchte, hinsetzen möchte, dass man merkt, es fällt ihm schwer. Da kann man schon gleich mal schauen, ob das nicht vielleicht eine schmerzbedingte Geschichte ist, warum er dann Aggression zeigt oder Unwillen zeigt. Eine weitere Ursache für gezeigtes Aggressionsverhalten beim Hund, gegenüber dem Besitzer vor allen Dingen, kann wirklich, und naja, bei Hunden auch, kann wirklich sein, dass dieser Hund wirklich das Sagen haben möchte. Also dass er, ich verwende diesen Ausdruck wirklich ungern, aber dass er wirklich dominant ist. Also bedeutet, er will gezeigte Schwächen vom Besitzer ausnutzen. Das ist zum Beispiel ein Fall mal gewesen. Eine Frau saß auf dem Sofa, ihr eigener Hund nähert sich aber schon in einer Art und Weise, wo es jetzt bei einem, der sich mit Hundeverhalten ein bisschen mehr auskennt, schon, da stimmt was nicht. Ne? Wenn der Hund so fast schon so ein bisschen schleichend auf einen drauf zukommt und gar nicht irgendwie so von wegen so Zeichen von irgendwie Nettigkeit, Unterwürfigkeit, so ein bisschen so verlegenes Wedeln und so, hallo Frauchen, sondern wenn der wirklich angepirscht kommt, Besitzer will den streicheln und der Besitzerin und Hund langt ihr voll in den Arm. So, natürlich komplett so, was ist denn nun los, wie kann das denn und so weiter, ich habe doch gar nichts gemacht und so. Ja, das wäre jetzt wirklich eine ganz seltene Form von gezeigter Aggression, wo der Hund wirklich das Bestreben hat, da, das hört sich immer so blöd an, aber die Macht an sich zu reißen. Also das ist aber wirklich ganz, ganz selten, dass das passiert.
Bei Hundebegegnungen gibt es diese Form auch, aber die ist wirklich sehr, sehr selten, dass ein Hund sich wirklich eigentlich seine, sagen wir mal, Gegner nach dem ausguckt, was, ja, ob es sich praktisch lohnt, ob der jetzt Paroli bieten könnte oder nicht. Solche, das sind meistens Rüden, solche Rüden geben sich gar nicht ab mit einem anderen Rüden, der da schon gleich signalisiert, so, alles klar, du Chef. Aber sie suchen sich regelrecht ebenbürtige Gegner und mit denen wollen sie dann tatsächlich auch ja, kämpfen. Die wollen wissen, wer ist da der Stärkere. Bei solchen Hunden ist es eigentlich so mit am schwersten, da etwas gegen zu unternehmen. Also dass es wirklich auch wirklich ja, nicht mehr vorkommt, ist nicht zu machen. Für mich gefühlt nicht mehr zu machen. Wenn es jetzt darum geht, Aggressionsverhalten wieder, sagen wir mal, in geregelte, lenkbare Bahnen zu bringen, wären das Hunde, wo man wirklich sagen kann, wer da verspricht, dass das jetzt wirklich nie wieder vorkommt, der Hund wird nie wieder einen anderen Hund anpöbeln oder sonst irgendwie was, das wäre dann einfach gelogen. Also sowas gibt's nicht. Ich erinnere da gerne mal an das Video von mir zum Thema Leinenaggression, wo ich diese Akita-Hündin und die Schäferhündin da gefilmt habe. Das wären so zwei Hunde, die würden auch, wenn die Besitzer nicht dabei wären und sie würden sich auf freier Pampas treffen, die würden sofort miteinander kämpfen. Und zwar wirklich sofort, ohne dass irgendein Besitzer das verfälscht hätte, weil das bei den beiden nichts mit irgendeiner Unsicherheit zu tun hatte, sondern rein, du bist hier auch, wo ich sein will, das vergisst man. Und die würden sich an die Köpfe gehen. Ist aber wirklich, das ist wirklich eher selten der Grund. Ja, ich hoffe, du siehst jetzt ein bisschen klarer, was diese Ursachen sein könnten für gezeigte Aggressivität beim Hund. Ich will auch vor allen Dingen bei meinen Kunden und jetzt auch natürlich bei dir als Zuschauer dieses Verständnis eigentlich für das Hundeverhalten wecken. Aggression, gezeigtes, was weiß ich denn, Knurren, Bellen, vielleicht auch mal herschnappen, zumindest jetzt bei anderen Hunden, kann durchaus auch mal erforderlich sein. Und bloß weil jetzt der Hund bester Freund des Menschen da sein soll, in den meisten Fällen ja auch ist, da gehört Aggression und gezeigte Aggression auch dazu. Sieh es nicht als, sagen wir mal, Problem an oder sowas. Bei den meisten Sachen ist es eh total harmlos. Es ist eher selten, dass ein Hund jetzt wirklich bei gezeigter Aggression wirklich dann extrem ja, körperverletzend davor geht. Meistens ist es eh bloß, dass irgendwas in seinem Verhalten übersehen worden ist, wo er dir schon vorher zeigen wollte, wenn du mich jetzt noch weiter bedrängst oder wenn du jetzt nicht aufhörst, mich so und so anzufassen, dann beiß ich. Ne? Der zeigt das oft wirklich ewig vorher und es kommt überhaupt nicht aus dem heiteren Himmel, wie das so oft gesagt wird. Ja, wie gesagt, ich hoffe, du siehst ein bisschen klarer und kannst das, was ich jetzt da zusammengefasst habe, einfach vielleicht auf deine Situation dann auch anwenden und ja, da einfach dann nach der Ursache schauen und nicht nur das Symptom versuchen zu bekämpfen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte Klarheit bringen. Wir werden uns sicherlich wiedersehen in einem von meinen nächsten Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Deine Steffi.